Und wieder eine weitere Folge. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe gerade gesehen, dass die letzte Aufnahme am Anfang ein bisschen gefressen hat. Deswegen nochmal von neu. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Oblivion. Warum wird hier eine Festung angezeigt? In der Stadt. Normalerweise kann ja nur eine bestimmte Festung, die hier ist, gemeint sein. Aber was ziemlich merkwürdig ist, weil das hier eine komplett andere Zelle ist. Da war Mulak bald schreien, hm? So, wir machen uns auf den Weg Richtung Chardinal, um da zu Burs zu gehen. Burs. Wenn ich das ausspreche, fühle ich mich wie ein Wookie. Naja, nichtsdestotrotz fällt mir gerade ein, dass wir hier immer mitten in der Nacht aufkreuzen in der Kaiserstadt, was schon ein bisschen merkwürdig ist. Was für eine Zeitverschwendung, müssen wir immer wieder warten. Dala. Was haben wir denn alles für Items? Entschuldigung, war ich nicht. Ich habe nur geräuspert. Geräuspert. So. Einen wunderschönen. Ich frag mich. Auf zum Training. Das wird zwar teuer. Ich kann euch. Aber nach Tagen und Wochen, in denen ihr ständig schwere Rüstung getragen habt, ist diese zwar immer noch nicht bequem, aber immerhin erträglich. Ihr habt euch an das Gewicht gewöhnt und gelernt, sie im Kampf einzusetzen. Als Geselle der schweren Rüstung werdet ihr feststellen, dass eure Plattenrüstung im Kampf nicht mehr so schnell beschädigt wird. Das ist schon mal sehr gut. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ausnahmsweise mal ja. Und ihr habt mir immer noch nicht gesagt, ob wir uns das hier holen sollen. Auch wenn unser Gold gerade langsam, versiegt. Was denn nun schon wieder? Was denn nun schon wieder? Nur am Meckern, Bastard. So, jetzt wollen wir den Bogen noch verkaufen. Das machen wir am besten bei Madame da hinten, in einer fairen Chance. Schnell jetzt. Wie ist das Wertebefinden? Und wir wollen noch in eine Bar. Bar. Oder? Ja, wollen wir. Was wollt ihr? Gut, dass ihr euch verbessern wolltet. Damit wir es voll haben. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Nein, aber ich... Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Ich sehe es. Arschkrampf. Kommt mal wieder sehen, ob wir euch... sein. Lebt wohl. Die Kaiserstadt wird gerade mit Leben erfüllt. Wie geht's? Hi. Da lang. Wir brauchen was zu saufen. Was? Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Wie sieht's mit Bier aus? Billiger Wein. Kaufen wir mal 5. Ein hervorragendes Geschäft. Es war. Alkohol kann eigentlich ziemlich gut als. Auf Wiedersehen. Buff-Drinks, als kompletter Krieger, weil man auf Intelligenz und so scheißen kann. Und ich glaube, es hat nicht so die Nebenwirkung wie Skooma, dass du einfach nur nachher gefickt bist. Und deine Werte total. Magiewerte total am Arsch gehen. Dauerhaft am Arsch gehen. Also nicht Skooma nutzen, wenn ihr. Ja, wenn ihr wisst schon. Persönlichkeit festigen. Danke. Jetzt schnell mit der Robe retten. Ah, das ist viel besser. Jetzt seid ihr abstoßend. Zumindest ziemlich. Andere werden euch widerlich und abscheulich finden. Namira könnte zufrieden sein. Tretet an den Schrein. Danke, du Arschloch. Wir haben nicht... Ja, aber ich frage mich... Wir sehen aus wie immer. Nichts mehr zu besprechen. Aus dem Weg. Ihr wagt es, an meinen Schrein zu treten, Kind des Lichtes?
Ihr, der ihr auf dieser Ebene im Licht der warmen, grausamen Sonne wandelt, beweist mir, dass ihr meine Gunst verdient. Seit vielen Jahren leben meine Vergessenen unbehelligt in Angar. Sie verehren mich von der Dunkelheit aus, wo sie sich in Elend und Schmutz ahlen. Nun jedoch wollen einige Licht in ihr Dunkel bringen. Priester des Arkai sind in ihr Reich des Schmutzes eingedrungen. Ich will, dass ihr meinen Vergessenen helft, diese Priester des Lichtes zu töten. Belegt die Priester mit diesem Zauber. Erlaubt es meinen geliebten Vergessenen, die Eindringlinge zu töten. Sobald dies erledigt ist, werde ich euch für eure Mühen belohnen. Als sie beschworen war, erzählte Namira mir von den Vergessenen, eine Gruppe fanatischer Jünger, die in der Dunkelheit von Angar leben. Einige Priester von Arkai planen, Licht nach Angar zu bringen und die Vergessenen zu retten. Ich soll den Zauber, den Namira mir gab, gegen die Priester anwenden und die Vergessenen ihnen dann den Rest geben lassen. Ich würde mal sagen, das machen wir schnell. Soweit ist es jetzt auch nicht, vor allem mit Schattenstute, der am schnellsten fährt. Boah, da gehen wir ab wie ein Zäpfchen. Und das ist doch... Haben wir schon gesagt, dass immer stärkere Gegner kommen, auch in der Wildnis. Minotaurus eingeschlossen. Und was ist das, mit Felsbrocken oder? Ah, nee, ist ein Baum. Ein Baumstumpf. Mehr oder weniger. Ein abgeknickter Baum. Ja, mit einem abgeknickten Baum kann ich am besten leben. Hopp. Schwarzbär, los, retten wir uns. Ah, wir sind ja schon da. Aber ich bezweifle, dass Bären uns hier reinfolgen können. Schattenstute, mach mit dem Bär, was du willst. Vergewaltigen. Oder es. Oder sie. Whatever. Ich glaube, ihr habt nichts dagegen, wenn ich mal hier kurz abschweife. In der Quest. Und hier eine Daedra-Quest beginne. Viele wollten ja, dass wir mal einige machen, aber... Arkai, behüte und beschirme diese verlorenen Seelen. Was? Nein! Heimlich. Arkai, nein! Arkai, heimlich. Arkai. Verlasst uns, Kreatur des Lichts. Naja, eigentlich bringe ich doch gerade. Ja. Bringe diesen verdammten Seelen. Mein Gott! Nein! Ich habe ja schon gegen Schlammkrab. Arkai. Nein. Mein Licht. Nein, Art beim Licht. Danke für die Fackel. Hier ist es aber auch zappenduster. Geil. Das ist geil. So, mal gucken, wo noch mehr von diesen Pappnasen sind. Arkai, Musa muss entrichtet werden. Arkai, beschütze. Arkai, rette mich, o Herr. Ich denke mal, ich bin hier ein bisschen gebufft, wie geblufft, geschockt, geblitzt. Aus den Tiefen der Dunkelheit. Dass Arkai, rette die Quest hier so ist. Rette, nein, Arkai. Rette beim Licht. Beim Licht. Verlasst uns! Darf ich euch alle töten? Alle Priester von Arkai sind tot. Ich sollte zum Schrein zurückkehren. Haha, ich bin noch durch die Tür gekommen. Boah, es ist wirklich dunkel hier. Eigentlich suche ich ja nur den Ausgang. Scheiße, Mann!
Das ist schmerzhaft. Vor allem, das sind keine Beschworenen. Skelette beschwören Skelette. Das ist nicht sehr toll. Aber am Arsch, wir fliehen jetzt einfach. Können wir hier fliehen? Mamira, was hast du uns auf den Hals geschickt? Wir werden aber entkommen. Wir werden überleben. Auch wenn es heißt, dass wir rückwärts laufen müssen. Oder auch nicht. Aber wir sind ja entkommen. Also haben wir ja kein Problem. Hoffentlich können wir auch direkt... Nein, können wir nicht. Deshalb machen wir uns bereit. Jetzt haben wir auch Verstärkung. Badass-Pferd. Boah, bist du ein Badass-Pferd. Also mit diesem Pferd kann uns Marunes Dagon nichts entgegenbringen. Aber wirklich gar nichts. Ihr habt meinen Jüngern die makellose Dunkelheit zurückgegeben. Hör auf mich zu schieben. Die Vergessenen können wieder in ihrem Elend schwelgen. Nehmt meinen Ring. Möge er jene quälen, die euch Qualen zufügen wollen. Ihr habt Namiras Segen. Namira wusste meine Anstrengung zu schätzen. Ich wurde mit dem Ring von Namira belohnt. Gucken wir uns den Ring nochmal direkt an. Wir sind einfach zu göttlich gerade. Der Ring ist geil. Jetzt muss ich mich die ganze Zeit... Hä? Ach so, ja, das war das. Nee, wir waren aber auch unterwegs zu... Da habe ich jetzt wirklich die Quest mit den Drogen vergessen. Wir sind aber auf dem Weg nach Chardinal. Und außerdem ist es eine Quest von einer kaiserlichen Legionssoldat. Die mögen wir ja alle nicht. Ich war gerade geflasht wegen dem Kompass. Jetzt sind wir schon wieder hier, ne? Lustig. Schluck auf. Nicht lustig. Hep. Hep. Und da, rein mit uns. Ich glaube, ich muss husten. Aber wenn ich jetzt huste, dann ist das ein bisschen scheiße fürs Let's Play. Okay, der muss da raus. Ich nehme an, ihr wollt mehr Arbeit, denn es gibt ja nicht viel zu bereden. Ich denke mal auch. Ich habe noch mehr für euch. Ist ziemlich wichtig. Ihr müsst mit Fürst Ruckdumpf sprechen. Fürst Ruckdumpf? Er ist ein Adliger der Orks. Ein guter Mann. Unsere Familien kennen sich schon eine Weile. Wie dem auch sei, seine Tochter wird vermisst. Geht zu seinem Anwesen und sprecht mit ihm. Findet seine Tochter und achtet auf eure Manieren. Ich möchte nicht, dass ihr mich blamiert. Geht und helft Fürst Ruck. Wie sie sollen einen Ork-Fürst Manieren zeigen? Also erweisen? Da waren wir sogar schon. Also müssen wir alles von ihm in... Also, wir müssen das jetzt perfekt einplanen. Wir müssen höflich sein. Wir gehen hin. Hauen ihm aufs Maul, sagen Hallo. Pissen ihn an, wenn er am Boden liegt. Was ist? Dunkelelf. Los schon. Geht einfach. Verwirrend. Und reißen ihm dann die Gedärme raus. Hallo. Sprichst du doch hinfort. Ah, ich nehme an, ihr seid von der Kämpfergilde. Gute Vorstellung. Ich bin Fürst Ruckdumpf Groschurgak. Konversieren wir über Fürstin Rockbutt. Der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Ich bin Fürst Ruckdumpf Groschurgak. Wie kann ich von Diensten sein?
Der hat wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich befürchte, dass sie bei der Steinchensuche entfahren wurde. Einfach weg. Meine Vermummung ist, dass die Oger sie entnommen haben. Bitte sucht östlich meines großzügigen Anwesens. Sie sind bekannt dafür, dass sie diese Grundstücke heraussuchen. Ich bin sehr berührt und wirklich dankbar. Der hat... Schreckliche Kreaturen, voller Schrecken und Boshaftigkeit. Sie bewegen sich frei östlich des Anwesens. Es wäre mir eine Freude, wenn ihr sie ausregieren würdet. Bitte rettet meine Tochter vor diesen Bestien. Ich habe Angst, dass sie nicht heil zurückkehrt. Ich glaube, von allen Sätzen war das hier gerade noch der Beste. Hey, sei... Ja, jetzt hat er seine Manieren verloren. Schreitet äußerst dringender Art. Schreitet äußerst dringender Art. Also muss ich pinkeln gehen oder was? Oder kacken? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also in der Nähe des großzügigen Anwesens, das ist Oblivion, müssen wir die entnommene... Warte, entnommen, was ist denn das für ein Wort dafür? Da stelle ich mir eher vor, dass man ihr die Gedärme rausgerissen hat, sie zerquetscht hat, zermalmt, niedergemacht, und da kommt schon der erste Bastard. Schon wieder mehr Ogre, wa? Jetzt müssen wir nur noch 3 Ogre, wollt ihr mich verarschen? Boah. So, einmal. Wir klemmen. Apropos, wie sieht unser Gewicht jetzt aus, wo wir das... Naja, nicht viel besser. Ich dachte, wir kommen jetzt klar mit dem Gewicht von schwerer Rüstung. Ich hoffe, das war ein Ogre und nichts andersweitige. Wusch. Und wenn das nur die Oger davor sind, natürlich kann ich wissen, wie die Oger. Da drin sind. So einen haben wir schon mal. Dass der Zauber sich immer noch so nützlich erweisen kann. Als nützlich erweisen kann. Wurscht. Wurscht. Ah, wir bekommen Versteckung. Nicht nur schlechte. Scheiße. Den konnten wir nur noch ablocken. Scheiße, jetzt macht er nur Sprungattacken. Wie man aus Dark Souls weiß, Sprungattacken böse. Das sollte uns retten. Jetzt stehen wir etwas weiter. Wieso macht er nur noch Sprungattacken? Die sind so reichweitig. Machen wir mal schnell sprechen, falls wir durch etwas Dummes sterben. Und ich springe immer den Berg runter. Das können wir dann nicht ausweichen. Puh, das war sehr knapp. Ich habe die Ogre getötet, die Fürstin Rockboot entführt haben. Ich sollte sie jetzt zurück zum Anwesen ihres Vaters bringen. Ja. Das war doch mal hart. Okay, ich dachte, wir müssten in eine Höhle oder so. Da, wo sich Ogre halt aufhält. Wie kommen die Ogre eigentlich mit dieser Größe und Breite in eine Höhle rein? Die, vor allem durch die Tür. Das ist doch ziemlich fragwürdig, wenn ihr mich fragt. Ich habe mich gerade gewundert, wo die FPS-Zahl sind, aber die sind hier oben links und nicht oben rechts. Das ist so peinlich. Freut mich, dass ihr diese Dinge erledigt habt. Ich hätte es ja selbst getan, aber offensichtlich gehört sich das für eine Dame nicht. Pah! Lasst uns zu meinem Vater zurückkehren. Bitte! Nun macht schon! Also, die hat fast die gleichen Manieren wie ihr Vater. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass es gerade Sarkasmus war.
Weil ansonsten würdet ihr euch wahrscheinlich jetzt fragen, was labert der für eine Scheiße? Die ist doch voll anders. Tja. Lol. Wie sind da hier... Wie bist du da drüber gekommen? Werpederp. Das ist ein Tisch. Da ist eine Tür. Wir sind so blöd, um durch eine Tür zu kommen. Das passiert aber jedem mal ab und zu, wa? Reden wir mal wieder mit einem Wort. Das ist ein Wort. Es freut einen sehr auf, Sister. Auf, Sister. Ihr habt meine beschwerte Tochter gefunden. Ich werde Boots Grokasch von euren teuren Abenden berichten. Nehmt dies. Es ist ein Erbstück meiner Familie seit vielen Generatoren. Hinfort wir schon davon. Sehr bald, wahrhaft. Danke für die Hilfe, aber ich wäre... Dies bleibt unser kleines Geheimnis. Okay, gucken wir uns jetzt mal das Schwert an, das wahrscheinlich ein Zweihänder war. Ja. Verkaufen. Oder sollen wir es behalten als... Andenken. Schreib's mal in die Kommentare. Was war das? Wieso sieht mein Bruder irgendeine Scheiße wieder in seinem Zimmer? Und sollte mich am besten nicht an der Tür stören, da ich für 5 Minuten noch nicht anwesend bin. Und wenn es der Postbote ist, soll er es selber machen. Oder warten. Aber dennoch machen wir hier noch kurz die Folge weiter. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich gerade indirekt mit ihnen geredet habe. War ja auch nicht schwer zu erkennen. Aber reden wir erstmal direkt mit Grokasch. Was das immer so etwas in der Aufnahme passiert. Ihr müsst Fürstin Rockbutt. Haben wir doch schon. Ihr habt sie heil zurückgebracht. Gute Arbeit. Ich mochte dieses Mädchen schon immer. Ich sollte mal nach ihr sehen. Hier ist eure Bezahlung. Fortschritt. Mit euren guten Leistungen verdient ihr einen höheren Rang als den jetzigen. Ich mache euch wieder zum Wächter. Glückwunsch. So, haben wir wieder ausgeprägt. So, in der nächsten Folge fragen wir ihn mal wegen dem Auftrag. Aber da wir hier jetzt fertig sind, sage ich mal goodbye und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Oblivion Let's Play. Yay, Yoda gelernt.